So, laut Wegweiser sind es noch 16 Kilometer bis nach Hauenstein. Ich denke, die schaffe ich heute auch noch. Nur mein Tempo des Vorankommens ist stark gedrosselt. Merkt man, was so ein richtiger Schlaf daraus macht. Ich schiebe auch schon wieder Kohldampf ohne Ende. Bei der nächstbesten Möglichkeit, wo es was zu essen gibt, pausieren, Magen vollschlagen, ein bisschen ausruhen. Das Tröpfchen hat es auch gerade ganz leicht angefangen. Und ich tucker hier mit knapp 10 km/h durch den Wald auf einer Ebene. Yeah. Ne, ich bin gerade voll am Arsch. Der Aufstieg zur Burg Gräfenstein und der Aufstieg danach. Jetzt hat jetzt komplette Kraft gefressen. Absolut Spaß. Ich habe mich überschätzt zu haben. Okay. Jeder fängt mal klein an. Muss halt noch etwas kleiner anfangen. 143 Kilometer. Die habe ich geschafft. Wobei ich bin jetzt wahrscheinlich irgendwas bei 75 Kilometer erstmal. Das heißt, ich habe gerade mal mit Mühe nur zu der Hälfte geschafft. Yeah, aber die Hälfte. Wuhu! Ich bin richtig am Arsch. Richtig am Arsch. Mein Ziel ist nur Hauenstein am Bahnhof. Da heute irgendwie ankommen. Irgendwie. Und dann vielleicht noch heute Abend mit Kumpels fortgehen, was trinken. Oh, was Geschmacksvolles im Mund. Was nicht nur Wasser ist. Ginger Ale, das ist geil. Das ist ein richtig geiles Ginger Ale. Oder marokkanischer Minzetee. Oh. Ja. Ich habe Gelüste ohne Ende. Brutal. Ich habe noch 3x Reis im Rucksack. Und Wasser wird allerdings auch langsam knapp. So muss ich das abwägen. Trinken oder Reis kochen. Ich bin schon auf der Suche. Also ich halte schon die Augen auf nach einer Möglichkeit, wo ich Wasser abzapfen kann. Um mein Wasser, Fahrrad ein bisschen aufzustocken. Auch wenn das dann der Rucksack wieder schwerer macht. Aha. Egal. Hauenstein, Bahnhof. Das ist mein Ziel. Dahin und dann nur noch heim. Dann weiß ich, ob ich heimkomme. Wenn ich daheim bin, dann bin ich daheim. 2 Tage ausruhen und dann heißt es für mich wieder Arbeit. 4 Uhr morgens aufsteigen. Los geht's. 6 Uhr auf die Arbeit sein. Ganz meine Urlaub um. So, die Zeit schwindet, die Kräfte immer mehr. Aber ich bin jetzt noch auf dem Ludwigsturm. So, wahrscheinlich eine Aussicht. In die Richtung soll Pirmasens sein, laut dem Schildchen hier. Ja gut, sieht man ja. Die Wegelnburg. Ja, da war ich ja vom Jahr. Fast sogar exakt vom Jahr. 23 Kilometer von hier. Das müsste dann der Hubbel da hinten sein.
Oh, und hier vorne ist der Grind. Nur 77 Kilometer von hier entfernt. War sehr interessant. Ja, gut. Höchste Berg des Schwarzwalds. Boah, das ist nochmal richtig spannend. Unebenheiten. Trifel ist 13 Kilometer. Ja, ich glaube, das sieht man sogar. Ganz leicht am Hang. Trifelsburg. Wir müssen hier so in die Richtung Kalmet, Weinbiet und sonst Zeug liegen. Bellheim. Ja, gut. Wen interessiert Bellheim? Kalmet, 20 Kilometer. Der höchste Berg hier im Pfälzerwald. Das kennt das. Der, ja, doch, kann es hinkommen. Und hier oben geht ein schöner Wind. Drachenfels, 25 Kilometer von hier. Drachenfelsen. Der Donnersberg, 42 Kilometer von hier. Ja, gut. Schön, wie wir drüber geredet haben. Königsberg, auch 40 Kilometer. Ich erkenne da nichts, ich erkenne nur Berge, ein paar Häuser. Mal was Helles, mal was Dunkles. 5 Kilometer Leim. Ah ja, da ist Leim. Okay, hallo Leim. Ich glaube, da war ich auch schon mal gewesen. Mit der Schule damals oder Kindergarten. Keine Ahnung, Pfarrerheim. Bexbach, 44 Kilometer. Da. Groß und ganz schöne Aussicht. Da sind wir einmal außenrum. Wir gehen jetzt in die Richtung. Und wenn ich daheim bin, ich mal schönen heißen Tee. Schön warm waschen, heiß waschen, frische Kleidung anziehen. Wird schön. Und sobald ich irgendwo im Kiosk bin, alle. Energy. Energy. Wichtig. Oh, da habe ich jetzt gerade voll Bock drauf. Für irgendwas Süßes, Saftiges, was man sich reinschütten könnte. Das wäre jetzt cool. Wäre jetzt angenehm. Hätte ich jetzt nichts dagegen. Ja, gehen wir mal runter. Da unten steht mein Radl. Und da bin ich auch erstmal froh, wenn ich mich erstmal lange Zeit immer draufsetzen muss. Mir tut nämlich mein Arsch weh. Und das trotz Polsterhose. Ich muss sogar fast überlegen, ob ich hier. Hier ist schon windgeschützt. Ein Täuschen mache. Meine Box nochmal rausholen. Feuer machen wir vielleicht nochmal. Eine Portion Reis reinpfeife. Und Feuermaterial hätte ich ja hier. Gibt es ganz schöne Grillstelle. Könnte man sogar ein schönes Festmahl grillen. Oh, läuft der schwer. Aber wäre cool. Da könnte man ein richtig schönes, leckeres Mehrgängenmenü jetzt machen. Boah. Ich habe Kohldampf ohne Ende.
keine Energie mehr, keine Power mehr. Ich überlege jetzt echt, runterfahren oder hier pausieren. Aber da kommen schon wieder Wanderer. Ich hätte meine Ruhe. Ich denke, ich fahre weiter. Auenstein. 10,4 Kilometer. Ich würde sagen, die 10,4, die schaffen wir heute noch, oder? Ja. Also gehen wir weiter.